Heute widme ich mich dem Bernina Stitch Regulator. Schwierig auszusprechen. Hab viele Takes gebraucht. Aber leicht zu benutzen. Und zwar mache ich damit dieses Kissen. Ja. Das ist aus einem ganz billigen Stoff von einem schwedischen Möbelhaus. Den gab es mal im Angebot für 3 Euro der Meter, glaube ich. Und dann habe ich mir natürlich eine ganze Rolle davon gekauft. Und seitdem benutze ich den ganz oft, um einfach nur rumzuspielen und Sachen auszuprobieren. Immer wenn ich irgendwo von einem Mockup machen möchte, wenn ich ein neues Schnittmuster entwickle, nehme ich ganz oft einfach diesen billigen 3-Meter-Stoff. Weil der ziemlich fest ist und sich nicht doll bewegt, ist der dafür zum Testen gut. Der ist nicht so gut für dauerhafte Anwendung, weil der sehr schnell seine Farbe verliert, leider. Ich habe das Kissen schon mal gehabt, also genau genommen innen drin. Ist das Originalkissen. Das hat seine Farbe ganz gewaltig verloren. Und da sind auch die Nähte langsam aufgegangen und das war nicht so gut genäht. Deswegen habe ich nur von vorne angefangen. Fand aber, oder vielmehr mein Mann fand, dieses Muster ganz toll. Dass es halt einfach so eine Orangenscheibe auf dem Sofa ist. Und deswegen habe ich das einfach nochmal genäht. Und ich habe auf der einen Seite nur die schwarzen Linien alle abgekultet. Das habe ich heute Morgen schnell gemacht. Und gestern, das habe ich auch gefilmt, habe ich hier die weißen Stücke alle gequiltet. Das heißt, ich habe 2 verschiedene Seiten, die unterschiedlich aussehen. Hier siehst du einmal das Quilting auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht das dann so aus. Das macht das Ganze so schön 3D. Und ich habe einen Reißverschluss unten eingenäht, das habe ich nicht mitgefilmt. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu Reißverschlüsse einnähen. Da bin ich jetzt auch kein Profi drin, aber ich habe es mittlerweile ganz gut raus. Wenn du das sehen möchtest, kommentier das unten gerne und sag mir Bescheid, weil ich habe keine Ahnung, was ihr möchtet. Ich mache einfach nur, worauf ich Bock habe. Da mache ich jetzt weiter mit, weil ich mache gerne, worauf ich Bock habe. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen und zeige dir das gleich auf meiner anderen Kamera, was ich hier mache. Das ist ein Projekt, da ist es relativ egal, wie das Quilting aussieht. Das heißt, ich kann hier so ein bisschen üben, denn bei dem Free-Motion-Quilting bin ich noch nicht so wahnsinnig gut. Und das hier ist ein super Projekt, weil ich einfach nur hier in den weißen Zwischenräumen irgendwie quilten muss. Ich habe hier sehr viel Batting, dass nachher die Zwischenstücke hier richtig schön rauskommen. Und ich muss hier auch nicht die Fäden versenken. Weil das ein Kissen wird und da sind nachher eh mehrere Lagen und da ist es dann egal, wie es aussieht. So. Gut, und los geht's. Kann ich hier den kleinen Anfangsfaden einfach abschneiden, weil es tatsächlich egal ist, wie das unten aussieht. Und dann habe ich wieder ein Stückchen fertig und dann geht es hier weiter. Dann habe ich noch einen Anfang. Und schnippschnapp ab. Und dann fange ich hier wieder an. Wenn ich zu schnell nähe, piepst die Maschine und sagt mir, ich soll langsamer machen. Das zeige ich dir gleich mal. Das Geräusch. Und dann muss man ein bisschen langsamer machen.
ich finde, das hier ist ein super Grill zum Üben, weil für mich persönlich, ich muss am ehesten noch üben, Geduld zu haben. Denn am liebsten würde ich ganz schnell alles fertig machen, weil ich das Ziel vor Augen habe. Die Maschine ist aber nicht so schnell, wie ich bin, und die Hand ist auch nicht so schnell, wie sie sein soll. Und das hier ist super zum Üben. Vielleicht kann ich dann irgendwann doch auch mal vor ihm Ocean Quilting und auch mal eine Feder machen, keine Ahnung. Im Augenblick mache ich das hier. Und ich habe noch ein bisschen zu tun. Herzlich willkommen zurück. Du hast es bis zum Ende geschafft. Falls dir das Video gefallen hat, unbedingt unten Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und meine Videos kommentierst. Du kannst mir auf Instagram folgen. Ich habe unten meine Webseite verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann. Kulten für faule Leute, die keine Ahnung haben, was sie tun.